So, hallo, wir machen weiter bei Superliminal. Und letztes Mal haben wir alle Collectibles abgeschlossen. Allerdings, ein Achievement fehlt uns noch. Das hat tatsächlich mit dem Schachbrett zu tun. Ehrlich, wäre ich auch wieder nicht drauf gekommen, dass das möglich ist. Ich habe ja schon festgestellt, dass ich meine Figur bewegen kann. Es gibt aber auch genau eine Figur des Gegners, die man bewegen kann. Und wenn man sich die mal anguckt, dann versteht man es, dann ergibt es auch Sinn. Aber von selbst wäre ich da nicht drauf gekommen. Bin ich wieder ganz ehrlich. Ich meine, ich habe ja hier rumprobiert, ne? Ich habe ja hier rumprobiert. Man kann Folgendes tun, wenn man sich das mal genau anguckt. Ja, es ist mein Move. Dr. Pierce scheinbar, oder auch nicht, weiß es nicht. Wir können ja den Turm bewegen. Und wir können genau diese Bauerfigur bewegen. Das heißt, man könnte folgenden Move machen. Man geht mit dem Turm hier rüber und schlägt damit den Bauern. Analyzing possible moves. Calculating win probability. Analysis complete. I must resign. Congratulations, Dr. Pierce. You win. Yes, und das gab gerade das Achievement. Der letzte Zug. Okay. Cool. Coole Sache. Ja, hier ist es jetzt. Das letzte Versteckte gewesen. Alle anderen können wir lesen, was man tun muss. Ich versuche jetzt und ich hoffe, das funktioniert. Sowohl Entwicklermodus als auch Speedrun in 1 zu bringen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir werden sehen. Zusätzliche Modi. Entwicklerkommentar. Oh, muss ich da... Aber wenn es heißt, schließe das Spiel mit Entwicklerkommentar ab, reicht es dann, den letzten Abschnitt zu spielen? Gilt es dann als abgeschlossen mit Entwicklerkommentar? Das wäre ja sick. Probieren wir mal schnell aus. My name is Dr. Glenn Pierce, and by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. Hi, my name's Chris. I was the producer and designer on Superliminal. Does so because they feel... Hi, I'm Logan, and I'm level designer on Superliminal. Important to them. This last section was something that Logan and I worked together on for a while. Ich weiß halt nicht, ob es funktioniert speedrun-technisch, wenn ich hier einfach die Einleitung starte. A really nice, impactful moment. Aber ich gucke jetzt mal, ob ich so zumindest bekomme, schließe das Spiel mit Entwicklerkommentar ab. Weil, ob man es komplett nochmal spielen muss, ob der das registriert, dass man alle Level gespielt hat mit Entwicklerkommentar. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Gehört dieser Abschnitt zum Speedrun dazu? Ist auch eine Frage. Das wäre irgendwie dumm. Denn hier muss ich ja nur warten. This level was created early on. I liked the idea of giving the player some time to think about their journey rather than ending the game immediately. And I knew film-like cuts would be perfect for revisiting their experience through the game. Chris initially suggested a song for reference, and at first I hated it. I kept listening to it though, and eventually grew to love the song. Matt came up with a track that is even better than the reference material, and it fit perfectly. To see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Wenn das jetzt am Ende nichts bringt, verschwende ich gerade meine Zeit, aber ey. No matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. In the real world, and some part of you will say that none of this was real.
So level 2. Could it have really meant anything? Level 1. But, just like the power of perspective, all you have to itself, do, it will have been as real as you believed it to be. Up. All you've got to do is wait up. Errungenschaft! Größter Fan! Ja, der größte Fan, der sich einfach nur durch die Credits skippt und somit das Ding mitnimmt. Nice Geschichte. Okay, perfekt, das hat funktioniert. So viel zum größten Fan. Ah, sehr schön. Hier, da. Lese das Spiel mit aktiviertem Entwicklerkommentaren ab. Haben wir uns alle angehört. Perfekt. So, jetzt Speedrun. 30 Minuten. Jetzt ist es 5 Minuten 50. Kann ich das skippen? Gehört das zum Speedrun? Minimizing massive dilemmas or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion. Ich hoffe, das gehört nicht zum Speedrun. At the Pierce Institute, our patent-pending Somnoscope technology provides safe and effective dream therapy while we rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnesculpt. Ja, ja. Make your dreams auf. Bin gespannt, ob ich, wenn ich jetzt das alles unter Zeitdruck machen muss, ob ich dann Quatsch mache. Ich hoffe nicht. Ja, auf geht's. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben muss. Wahrscheinlich muss man das gar nicht unterschreiben. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Oh, weg mit dir. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Reicht nicht. Ah, du musst größer. So, Abflug. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. Ah, das ist der Käse. I do not care. Das ist der Käse. So, zack. Jetzt, wenn ich das hinkriege, schön groß werden. Noch lange nicht groß genug. Auch noch nicht groß genug. Ja, F hat es so schön, so schnell großgezogen, das Ding. Jetzt dachte ich, das kriege ich auch hin. Aber nö. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence, I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Der Spaß hier. Na, kommst du wohl mit? Machen wir auch ganz fix, ganz klein. Und rein da. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Yikes. Reicht nicht. Ist es dein Ernst, Spiel? Es gibt's doch nicht. Ich krieg's immer nicht auf das zweite drauf. Nein, es ist das andere noch nicht offen. Jetzt ist beides offen. Mein Gott, das hat viel zu lange gedauert. Das hat viel zu lange gedauert. So werde ich nur das unter einer Stunde schaffen. So werde ich nur das unter einer Stunde schaffen. Holy moly, eine halbe Stunde. Wenn ich jetzt schon sehe, wir sind jetzt schon beinahe.
sind jetzt schon bei Dings. Allotted for your therapeutic journey. Please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Da würdest du wohl bitte das hier runterfallen lassen. Dankeschön. Eieieiei. 5 Minuten. Mehr wie 5 Minuten für den Anfang. Wobei das wahrscheinlich auch das längste Level ist. Ich weiß es nicht. Ah, das ist ja wirklich sick. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil wir haben 9 Level. Ja gut, 8. Und das in einer halben Stunde. Wahrscheinlich, oder? Ach, jetzt sind die alle... Ah! Jetzt sind die alle so Flammenwerfer. Weil wir die ausgelöst haben. Verstehe. Hab mich schon gewundert, warum das passiert. Okay, das erklärt einiges. Nee, doch. Da falle ich einfach auf den Trick rein. Es ist ja unfassbar. War jetzt ein bisschen nicht der eleganteste Weg, aber hat funktioniert. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Weiß gar nicht, brauche ich eigentlich nicht, ne? Eigentlich brauche ich den gar nicht. Muss die. Nein! Du mit zusammensetzen. So. Dann brauche ich diesen Treppenwürfel. So, dann drehen wir den gleich mal richtig. Dass wir da auch schön... Oh nein, das reicht nicht. Oh nein, das reicht. Ach, alles. Jetzt brauche ich den ja nur noch einmal, nämlich um hier hochzukommen. Das war es ja dann schon. Hier nur die Tür zusammensetzen. Ach, das war's hier. Dann geht's hier auch schon hoch. Hier muss ich jetzt ja auch nur so weit spielen, dass ich die Tür wegnehmen kann. Das ist ja dann auch schon alles. And I'm just popping in to give you a quick update on where you are. Vielleicht nicht. We still don't know. But please keep moving forward. And hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Mach das weg da. So, das war schon das. Jetzt muss ich nur noch den Mond runterholen, die Figur rausnehmen. Dann sind wir hier schon durch. Circa 3 Minuten. Das macht schon mal ziemlich sichere 8 Minuten. Die ersten 2 Level. Wie schafft man das in einer halben Stunde? Hoppen. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find doch mit den Stunden. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Ach, die Tür groß. Absolutely. So, Abflug. Oh Gott, Leute. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Oh, der 3 Jahre. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant. Aber das in einer halben Stunde. Niemals. Es sind jetzt schon gut 10 Minuten rum. 10 Minuten sind jetzt schon rum. Ah, muss ich gar nicht ausmachen, ich Doofkopf. Völliger Blödsinn, den ich mache. Völliger Blödsinn. Zehn Minuten sind jetzt schon rum. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. Ja, wenn ich natürlich nicht mehr weiß, wo der Würfel ist, dauert das alles ein bisschen länger hier. Das reicht nicht, ne? Oh, es reicht. Mein Gott.
Ah, jetzt Schwein gehabt hier. Professional tip, the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Gar nicht rumtrödeln hier, Kollege. Abflug. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Der war recht fix, der ging recht fix tatsächlich, der Level. Achso, wir sind noch gar nicht fertig. Jetzt sind wir fertig. Ich hoffe, dass es während des Ladedingens hier, ne, dass es das nicht weiterzählt als... Weil das geht jetzt natürlich auf meine Zeit hier mit drauf. Na, wenn jetzt hier der Ladebildschirm kommt. Das geht auf meine Zeit mit drauf, auf meine Uhrzeit, die ich hier bei der Aufnahme sehe. So, jetzt kommt das Dunkelheitslevel. Das ist eigentlich auch nur durchlaufen. Da ist eigentlich gar nichts puzzlig gewesen. Oder? Meine ist doch nur durchlaufen gewesen, oder? And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? War das hier. Komplett dumm. Dachte gerade schon, hä? Aber alles gut. Ja. Ach, vorsichtig. Perfekt. Größten Rätsel haben wir schon hinter uns. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Schnell finden. There we go. Oh, ein super Warning. Spieler kennt wahrscheinlich den Weg da hinten auswendig durch die Dinger und braucht es nicht holen. Aber das, nimm's halt mit. Aber das halte ich für, das wäre krank. Hier ohne das Licht durchlaufen, das wäre ja komplett krank. Ach, viel zu klein. Oh. Also hier weiß ich nicht, ob man das... Ein super Speedrunner kriegt es bestimmt hin, hier ohne Licht durchzukommen, weil er den Weg halt weiß. Aber glaube ich nicht. Ich glaube, das ist zu schwierig. Ich weiß es nicht. Ich häng! Was war das denn? Hüpf halt da hoch! Du Pflaume. Hallo? Mein Gott. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients?
This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Das war schon alles. Okay, auch das Level geht eigentlich recht fix. Die ersten zwei waren länger. Also die nächsten gehen dann eigentlich. Die sind dann mehr wirklich nur noch erleben. Jetzt kommt aber nochmal so ein... Ah, jetzt kommt das Duplizier-Level, ne? Okay, da muss ich... Oh, ich hoffe, ich kriege alles am Stück hin. Das ist eigentlich, dürfte auch noch nicht das große Problem sein. Das dürfte auch noch nicht das große Problem sein. Halt, die brauche ich noch. Gut, dass ich dran gedacht habe. Oh, ich wäre gleich nochmal zurückgelaufen. Das wäre nicht so cool gewesen. Das wäre nicht so cool gewesen. Nice. Ich hänge. Okay. Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Wollt ihn halt weg. Oh mein Gott. Roll das Scheißding da weg. Meine Nerven, das hat jetzt gerade Zeit gekostet. Uff. Digga. Stresst mich nicht. Ab dafür. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. Das Schild, ne? I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. Hop. You will not Hop. Receive these messages. They would ist not make Scheiß sense Ernst? Regardless. Dass ich mir die voll ins Gesicht gedrückt habe. Mein Gott. So, aber das war's. Das war Attention. Auch dieses Level. Dr. Pierce continues to input significant errors. Okay. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. Aber jetzt kommt natürlich das Level, mit dem ich am meisten Bedenken habe. Bei dem ich echt Bedenken habe. Hello, name is Pierce Dr. Glenn. Weiß. Laufen wird. Werden sehen. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that.
Oh, ich hoffe, das ist nicht zu... Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Nein, zu klein. Wobei, ich muss ja... Nee, ich muss ja größer machen. Dumm. Komplett dumm. Gott, nicht nachgedacht. Aber alles gut. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu groß gemacht. Weil jetzt dauert es hier noch länger, hier rumzulaufen. Ich glaube, das kann man ein bisschen kleiner machen. Ja, das kostet natürlich jetzt alles Zeit. Das kostet natürlich alles nochmal zusätzlich Zeit. So. Fernseher hier, der nicht angeschlossen ist. Aber funktioniert. Aber hey, ist alles ein Traum. In einem Traum ist alles möglich. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Oh weh, da ist jetzt ein Block davor, ich raste aus. Ein Block davor. Hey, man kann dieses Fenster übrigens mitnehmen, wusstet ihr das schon? What the... Ah ja, das war's komplett. Einfach das Fenster um. Wahrscheinlich. So, jetzt kommt mein Hass. Hier werde ich Zeit verlieren. Hier werde ich definitiv Zeit verlieren. Mein Name ist Dr. Glenn Pierce. And I'd like to read you my favorite inspirational quote. Hoffe nicht viel. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death. The pain of disease, the cruelty of time, the cold the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Fällt es runter? Nein, es passt. Oh mein Gott, es passt. Es hat einfach komplett gepasst. Oh mein Gott, Leute. So. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. Nee, andersrum, ich muss das hier kleiner machen. So muss ich durchlaufen und da und der muss größer. Durch den muss ich durchlaufen, dann werde ich größer. So. Anyway, you're now headed der muss viel in the right direction. And we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. So, jetzt kann ich den... reinsetzen, hier durchgehen. Schnappe ich mir gleich das Haus und baue das Haus gleich hier auf. Nein! Scheiße. Wenn ich jetzt zum Speicherpunkt zurückzähle, zählt das als... Ich hoffe nicht, dass das zählt, dass der Speedrun dadurch kaputt geht. Das wäre nicht gut, aber ich muss es machen. Es hilft, hat nichts geholfen. And I'd like to thank you for triggering every emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction and we should be able to initiate the emergency exit protocol. Oh, scheiße. Das war jetzt wieder richtig dämlich, ne? Das war jetzt wieder so richtig schön dämlich. Oh, das hat Zeit gekostet. Ah! Fuck. Ich wollte schnell sein, ich wollte schlau sein und da oben das Haus aufbauen und dann haut's mich runter. Gott, war das dumm. Das war richtig dumm, aber das heißt, dieser Abschnitt geht doch auch recht fix. Dieser Abschnitt geht doch auch recht fix. Ist tatsächlich so. Emergency exit protocol. Und das ist jetzt wieder der nächste Mistabschnitt. Ich muss einfach hinten warten. Ich muss warten, bis die mit ihrem scheiß Text fertig sind. Ist doch bescheuert. 9, 8,
Error log bot. Orientation protocol. Stand by for analysis. Error analysis complete. Das ist jetzt wieder fast nur komplettes Durchlaufen. In da ist ja fear, kaum was mit Puzzlen gewesen. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Ja, jetzt stehe ich hier. Patient was improperly oriented. Conclusion. Ich kann das nicht. Impossible. Kann es nicht skippen. Reformulating. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot kann's proceed. Nicht skippen. Emergency exit protocol das ist ja has dumm. Been emergency destroyed. Instruction: Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. Ja, kann nichts tun. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Bye. Denke mal, dieses Mal muss ich ihn drücken, damit der auch ne, wieder anfängt zu piepen. Komm mal hinne. Erstmal alles. Na, jetzt ist es wieder an der Lampe hängen geblieben, die Scheiße. Ja. Nicht rummeckern. Alles gut. Alles gut. Alles gut. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnasculpt Standard. Ich glaube, eine halbe Stunde ist doch zu krass. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream Hallo. State. Ich glaube, eine halbe Stunde ist doch zu krass, aber die Stunde schaffen wir natürlich. Reicht dann aber auch. Ist okay. Wollt's mal probieren. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Dafür? Ab dafür. Okay. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, Hallo. Even with the help of triggering mechanisms. Geht los. Thank you.
Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Hier werde ich natürlich am schnellsten, wenn ich genau quer drüber laufe. Die Diagonale, wollte ich sagen. Sehen wir jetzt, wie das Zeug auftaucht eigentlich, wenn ich hier die Wand... Ja, nice. Nein, es war die andere Seite. Okay, letztes Level. Aber die halbe Stunde ist schon so gut wie rum. Die halbe Stunde ist schon so gut wie rum, das schaffen wir nicht. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Das schaffen wir leider nicht. Patients do not have access to this dream. Komm nicht durch. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Puh. Aber die Stunde schaffen wir. Ist okay. Die Stunde ist jetzt auch nicht die Herausforderung. Aber die halbe Stunde, boah. Da muss enorm viel richtig laufen. Holy shit. Das merke ich jetzt erst, wie krass die Zeit ist. Wie krass die festgelegt ist. Ich meine, jetzt ist ungefähr die halbe Stunde rum. Ja? Selbst mit Ladebildschirm zwischendurch und allem. Da müsste ich deutlich schneller sein. Das ist krass. Halbe Stunde ist wirklich sportlich. Holy shit, ey. Wird schneller? Kann ich nicht. Ja, dann lauf jetzt noch entspannt zum Ende. Und dann soll es das gewesen. Machen wir den nächsten Part noch die Herausforderungsmodus, der reizt mich noch. Years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing. Where everything I perceive. Ich habe auch gestruggelt bei manchen Stellen. Ich musste im sechsten Level musste ich einmal neu starten, weil ich das Haus verkackt habe. Aber das reißt nicht die Zeit raus, die mir jetzt hier fehlt. Das reißt nur, da muss ich noch deutlich schneller sein. Ich habe bei den Äpfeln gestruggelt. Da habe ich nicht schnell genug den Quatsch gemacht. Bin manchmal ein bisschen abgerutscht bei den Kisten. Ja. Naja. Ne? Hier ist es. Da 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 da. Interessant wäre jetzt zu wissen, was passiert, wenn man von hier aus die Abkürzung nimmt. Über das Schachspiel. Zu klein, zu groß. Über das Schachspiel in die Stadt und dann von da aus hier reingeht. Space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Das wäre mal interessant zu wissen. Lifetime of life itself behind me and all of the weight that it carried. I realized that aber kann man jetzt natürlich nicht mehr testen. The way I wanted to was not as easy as it used to be. Ja, doch, kann man testen. Kann man testen? Let's see. Oh. Nein, die falsche Richtung. Scheiße! Ah, wann habe ich es noch richtig gemacht? Würde es jetzt noch um was gehen, wäre das echt ärgerlich gewesen. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. Aber ich bin echt gespannt, ob dieses Level 9 noch dazu zählt, weil das wäre schon richtig krass dann. Isn't it also Gott, jetzt muss ich das ja auch noch schnell machen. Different point of view ja, so viel dazu.
Isn't that Alter. Why you came here? Jetzt struggle ich hier auch nochmal. Das kommt jetzt natürlich auch nochmal dazu. Weg, oder? Nee, es passt. Oh, gerade so. Uiuiuiui. Ich glaube, das geht so. Ja, das geht so schneller. Das geht so schneller. Oh. Dumm. Ich glaube, jetzt sind wir bei gut 35 Minuten, wenn ich das richtig einschätze. So, und jetzt sind wir durch. Ich weiß jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt das hier schon als Ende ansieht oder ob man wirklich noch den ganzen 9. Abschnitt durchsehen muss. Weil das wäre verrückt. Also kommt jetzt das Achievement für die Stunde oder kommt es erst nachher? Jetzt kommt's. Speedrunner. Okay. Okay, also die Credits zählen nicht dazu. Aber boy. Boy. Ach, das war das hier. Alter. 30 Minuten ist verdammt. Verdammt sportlich. Nee, das ist nichts für mich. Da bin ich viel zu aufgeregt. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, es läuft noch. Hier hatte ich jetzt ja das Gefühl, das läuft eh nicht mehr. So. Aber uff. Das ist kritisch. Jetzt möchte ich nur eine Sache ausprobieren. Die eine Sache möchte ich einmal ausprobieren. Wenn ich jetzt hier Level 2 auswähle. Klar, ich muss Level 1 nochmal dann spielen, aber... Ich will jetzt erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert, wie ich mir das denke. Und gehe hier rein. Welcome back, Dr. Pierce. Gehe von hier aus hier runter und dann da weiter. Geht das da? Kommt man da durch? Oder blockiert der dann einen? Also komme ich so ans Ende des Spiels? Was ja komplett bescheuert wäre. Ah, aber vielleicht geht es bei einem neuen Spiel nicht. Wenn ich über ein neues Spiel starte, geht es vielleicht nicht. Aber ich komme so. Auf jeden Fall in den ganz normalen Spielmodus hier rein. Ja, das reicht nicht! Ach, kacke. Also man kommt bis hier hin. Aber komme ich jetzt
in Level 9 raus, denn da muss ich ja rauskommen. Denn da muss ich ja rauskommen, um das abzuschließen. Ethisch ja. Okay. Das probieren wir ganz kurz aus. Das probieren wir ganz kurz aus. Der wird sicherlich sagen, ey, darfst du nicht. Aber jetzt aus. Bin ich jetzt viel zu neugierig drauf. At the Pierce Institute, our patent-pending Somnisculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnisculpt will make your dreams come true. Ich glaube, die Tür geht gar nicht auf, wenn man nicht unterschreibt. Nein, ich glaub, das. Aber hier habe ich ja auch schon Zeit verloren, glaube ich, am Anfang. Ne? Wenn ich mich entsinne, habe ich hier auch nicht alle. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Ja, wenn es jetzt umsonst ist, was ich hier tue, dann ist es halt so. This orientation will ja, hier habe ich zum Beispiel auch am Anfang zu lange gebraucht, bis ich hier lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Würfel war zum Beispiel nicht sofort richtig. Solche Geschichten. So, das kommt alles zusammen. Und das alles am Stück hinzukriegen, das mit. Wenn ich es jetzt nicht austricksen kann, dann werden wir den Speedrun mit einer halben Stunde durchgehen. Dann haben wir halt den Speedrun mit einer Stunde. Das ist so. Der ist zwar echt einfach gewesen. Auch hier den Käse zum Beispiel sofort aufbauen. Da habe ich böse gestruggelt. Ja, hat Herr F. das geschafft, dass der den gleich so gut gemacht hat. Er ist hier so rumgelaufen und zack, dann war der einfach riesig. Aber das hat er mit einem Stück gemacht. Oh, fuck, Mann. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. All environments should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey. Ja. Completed surveys may be eligible for a gift card. Da habe ich auch viel zu lange gebraucht. Da habe ich auch viel zu lange gebraucht, bis ich das hatte. Hat es deutlich besser gefunden. Was? Jetzt ist es ja auch egal. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Hey, it's. Kannst du irgendwas umschmeißen? Muss ich erst das machen? Ah, wahrscheinlich musste ich das erst machen. Wurscht. Jetzt ist wurscht. So, jetzt bin ich gespannt. Kann ich den PC betreten? Ich glaube nicht, weil neues Spiel, ne? Ich glaube nicht, dass man den PC betreten.
Aber ich wette, das muss jetzt intern irgend sowas auslösen, dass man sagt, jetzt gilt der Speedrun nicht mehr oder so. Welcome back, Dr. Das wäre jetzt kompletter Quatsch. Wenn das funktioniert. Ich werde es durchziehen natürlich, klar. Wir spielen es jetzt nochmal bis zum Ende. Aber das geht garantiert nicht. Das geht garantiert nicht. Sonst könnte man ja wirklich die 30 Minuten ausdrücken. Wenn es cool, wenn es geht. Wenn es sau cool, wenn es geht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also beim besten Willen nicht. Oh, ich dachte, ich wollte gerade sagen, ich habe es falsch gemacht, aber passt schon. Da kommst du durcheinander, obwohl man nur zwei Sachen immer machen muss. Mein Gott. Ai, Kopf, ey. Machst du manchmal mit mir. Ich hasse alles. Das sind auch so Sachen, ne? Wenn ich hier für diesen Quatsch zu langsam bin. Gott, was tue ich? Wenn das jetzt das Ende wäre und ich so mich am Ende anstellen würde. Oh Leute. Oh Leute. Ich wäre so sauer. Ich wäre so sauer, wenn bisher alles gut gelaufen wäre. Dann mache ich hier am Käse Blödsinn. Oh, nee. Mag's mir gar nicht vorstellen. Ach, hier muss. Oh, wir haben's ja gleich. Wir haben's ja gleich. Gleich sind wir schlauer. Das war meine Abkürzung. Niemals geht das. Niemals. Aber es wäre cool, wenn. Wäre wirklich cool, wenn. Nee, natürlich nicht. Aber es wäre cool gewesen. Es hätte was gehabt. Es hätte was gehabt auf die Art und Weise. Ben. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Ja, wirklich. And by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. Oh ja, schönes Spiel. Wir werden uns, wie gesagt, den Herausforderungsmodus angucken. Aber dann, danke an der Stelle erstmal für das Schauen. Ja. Und. Ja. Das ist noch mein kleines Ziel. Zu gucken, dass wir noch ein bisschen was schaffen. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, ich habe es jetzt schon bei HF gesehen, den zweiten Raum. Man muss es immer komplett spielen, aber nicht alle Räume sind Herausforderungen, die dann also zählen. Aber man muss es komplett nochmal durchspielen. Finde ich ein bisschen ärgerlich, vor allem hier, wo nur ein einziger Raum relevant ist. Ich schätze aber mal, man wird nicht dort starten, sondern man startet am Anfang. Dann weiß ich nicht, ob ich das so gut finden soll. Aber gut. Wir werden sehen, was uns da erwartet. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.